Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich zu Ihnen sprechen darf. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Codes mitgebracht habe. Ich habe Beispiele mitgebracht hauptsächlich und daraus haben wir dann sowas wie Thesen entwickelt. Wir sind sehr experimentierfreudig, deswegen auch bei einem Vortrag probieren wir das am Anfang immer so ein Stück weit nach einem Experiment. Ich weiß nicht, wie es jetzt, was muss ich machen, damit der Ton losläuft? Weiterklicken. Lauter! Alle Museumsgäste, die in der letzten Woche mit einem guten Freund telefoniert haben, werden gebeten, den rechten Arm zu heben. Alle Museumsgäste, die in der letzten Woche mit einem guten Freund telefoniert haben, werden gebeten, den rechten Arm zu heben. Sind es wirklich so wie? Doch, es wäre ja, na also, da haben wir es Alle doch. Mus Da haben wir es doch. Das war ein Versuch, sozusagen eine Durchsage, die wir in einer Ausstellung, die wir für das Museum für Kommunikation in Frankfurt realisiert haben, eingespielt haben. Wir haben sie sozusagen in die Ausstellung alle Viertelstunden eingespielt. Die Idee dahinter war, dass ein neuer Raum entsteht, ein sozialer Raum, dass Menschen innerhalb der Ausstellung kleinteilig interagieren und wir ein Stück weit auch zu einem Miteinander anregen an der Stelle. Uns interessierte, was zwischen den Menschen passierte. Das Thema der Ausstellung war Freundschaft. Heute habe ich es an den Anfang gestellt, um dieses kleine Experiment in diesen Raum zu tragen und zu sehen, was mit dem Raum passiert, was zwischen uns passiert. Diese Durchsage hat den Raum eine neue Ebene eingezogen, eine neue Ebene eingeschrieben, ihn kodiert. Eine Aufladung in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen fand statt, weil wir haben ja auch einiges preisgegeben. Es gab einige, die haben die Hand nicht hochgehoben. Das sagt ja auch was sozusagen. Also man guckt dann auch nach dem sozusagen, wer seine Hand hebt und nicht halt. Und im Übrigen sozusagen, ich kann es bloß anregen, ich habe vor kurzem das auch gelesen, dass das Telefonieren mit Freunden, das muss man sich vornehmen. Erstens pflegt es die Freundschaften, zweitens trainiert es auch ganz doll das Gehirn. Coding Space, warum möchte ich heute über das Kodieren von Räumen erzählen? Die Digitalisierung hat die demokratische und kritische Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen enorm verstärkt. Jeder Mensch kann online zum Experten werden. Gleichzeitig ist das Museum heute mehr denn je ein, wir mögen das nachher diskutieren, ich sage mal, es ist ein dritter Ort, was das auch heißen mag. Also ein Ort der Gemeinschaft außerhalb der eigenen vier Wände, der zum Verweilen einladen kann. Ein frei zugänglicher und ein nutzungsoffener Ort. Im besten Fall ein Ort, an dem die unterschiedlichen Teile der Gesellschaft aufeinandertreffen, um miteinander zu interagieren und zu kommunizieren. Unsere Aufgabe als Ausstellungsgestalter, und ich stehe als Gestalter hier, ich bin kein Museumsmensch, ich bin Ausstellungsgestalter, besteht heute eigentlich nicht länger in der bloßen Präsentation von Objekten oder Vermittlung von Wissen. Vielmehr gestalten wir Kommunikationsräume und Prozesse und schaffen damit auch soziale Begegnungsräume. Coding Space, der Titel des Vortrages, behauptet, dass wir Räume programmieren, indem wir Potenziale einschreiben. Wir schaffen eine Basis, wir schaffen einen Ausgangspunkt, wir schaffen eine Benutzeroberfläche. Wir denken darüber nach, welche Reaktion, welche Aktion und welcher Moment die Kodierung des Raums auslösen könnte. Wir möchten die zwischenmenschliche Interaktion stärken. Dazu denken wir über die Funktion des Raumes nach. Was lässt der Raum zu? Worin liegt seine Einzigartigkeit? Welche Potenziale stecken in ihm? Wie kann man in diesem Raum intervenieren? Unsere Gestaltung möchte transparent sein und Möglichkeitsräume schaffen. Manchmal geben wir die Räume auch einfach nur weiter. Dafür habe ich nachher auch ein Beispiel, damit die Besucher sie sich völlig frei aneignen können. Und im besten Fall wird der Raum dann irgendwann auch noch gehackt. Das meint, Benutzer nutzen oder Besucher oder Benutzer nutzen seine Codes, schreiben sie um, eignen sie sich an, um versteckte Potenziale für kreative, überraschende Interventionen zu nutzen. So fördern wir das Denken und die Kommunikation. Es gibt ja diesen Begriff des Hacking Space, der ist in den urbanen Sportarten mittlerweile ganz geläufig. Räume schaffen und Präsenz zeigen, das Museum als sozialer Ort. An ein paar eigenen Projekten möchte ich Ihnen verschiedene Qualitäten von Räumen zeigen oder wie sie entstehen. Und zum Schluss gibt es ein paar Thesen, wobei da schwanke ich immer noch, ob es wirklich Thesen sind, ob es nicht eher. Aber da rede ich ja nachher darüber. Der programmierte Raum. Die Durchsage gerade eben war, wie schon erwähnt, ein Moment aus der Sonderausstellung zum Thema digitale und analoge Freundschaft. Diese haben wir gemeinsam mit Frau Schöpferer aus dem Museum für Kommunikation in Frankfurt
ist heute auch da. Und es ist auch erwähnt, muss erwähnt werden, heute Abend sozusagen, es ist erst in Frankfurt gewesen, die Ausstellung, die ist heute Abend, ist die Eröffnung in Berlin. Sagen, es ist eine mehr oder weniger Wanderausstellung. Also kann ich bloß empfehlen, in Frankfurt sehen Sie sie nicht mehr, Sie können nach Berlin fahren jetzt. Diese haben wir gemeinsam mit Frau Schöpferer aus dem Museum für Kommunikation in Frankfurt und der Kuratorin Martina Pattberg und dem Kurator Stefan Nies für eben dieses Museum gestaltet. Was ist Freundschaft? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, da ist jeder Experte, oder mir ging es zumindest so. Vermutlich hätte ein leerer Raum gereicht, einfach das Thema, ein paar Gläser Wein, Salzstangen und los. Was gibt es da für Objekte? Wie erzählt man das Thema? Diese Durchsage war ein Teil der Ausstellung. Die Ausstellung gliederte sich in drei Teile. Es ist unwichtig sozusagen, Freunde finden, Freunde haben, Freunde verlieren. Die Intention dieser Aussage war, eine Interaktion zwischen den einzelnen Besuchern auszulösen und gleichzeitig ein gemeinschaftliches Moment in diesen sehr offenen Räumen zu gestalten. Für mich war faszinierend die Ausstellungseröffnung. Ich bin da ein bisschen herumgelaufen und habe die Gespräche der Besucherinnen belauscht. Und darin ging es kaum um das Thema der Freundschaft, die Exponate der Ausstellung, die Erzählung oder die Inszenierung, sondern vielmehr um das Phänomen der Freundschaft in den Menschen. Also Erinnerungen an frühere beste Freunde etwa, unter welchen Umständen man jemanden kennengelernt hat oder der abnehmende Umgang mit Unbekannten im Stadtraum. Mit der Soundschleife haben wir das auf einer gemeinschaftlichen Ebene unterstützt und mit einer Fotobox auf einer zwischenmenschlichen. Die stand sozusagen mitten in der Ausstellung, jeder konnte reingehen, konnte sozusagen mit Freund, Freundin oder auch ganz alleine sagen, Fotos machen, ganz banale Geschichte. Und dann gleich sozusagen, wer Frau Schöpferer sozusagen, weil sie da hinten sitzt, nicht gesehen hat, das links sozusagen gestreift, auch heute wieder gestreift ist Frau Schöpferer. Potenzialraum. Wenn wir von Potenzialen im Raum reden, dann ist ein Projekt immer ganz wichtig, Spotification. Das stand ganz am Anfang unserer Projekte, ist auch mittlerweile ganz schön alt, fing nur noch 2003 an. In diesem Projekt über den Sport im urbanen Raum haben wir seit 2003 untersucht, welche Möglichkeiten urbaner Leerstand innewohnt. Die Idee von Spotification wirbt für eine stärkere Integration von Sport und Stadt. Hat also jetzt erstmal eigentlich nichts mit Museum zu tun, sondern es geht wirklich um das Potenzial eines Raumes. Sie eignet sich den Stadtraum für Sportarten an. Sie bezieht sich sehr konkret auf ihre Umgebung, weil das sind nun mal urbane Sportarten. So entstehen zum Teil auch ganz neue Sportarten. Ziel war es für uns damals, eine öffentliche Debatte anzuregen über die Potenziale von Räumen, die negativ meistens zumindest im Leerstand konnotiert sind und diese durch eine Art der Nutzung umzuinterpretieren, also wenn man will, hacken. Weil Spotification ist in Halle Neustadt entstanden. Halle Neustadt war ein, oder ist ein eigener Stadtteil von Halle. Das ist meine Stadt, da habe ich auch einen Großteil meiner Kindheit und Jugend zugebracht. Früher war das eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, mittlerweile sind es 50.000 Einwohner. Also sozusagen ein Schrumpfungsproblem. Der Mauerfall und die damit einhergehenden Transformationsprozesse herrschten, dadurch herrschte massiver Leerstand und das Sozialleben war natürlich im öffentlichen Raum fast zum Erliegen gekommen. Es gab ja auch gestern sozusagen so eine schöne Definition, was öffentlicher Raum oder wie wichtig der eigentlich auch ist und was das sozusagen für Qualitäten von Gesellschaft auch aussagt. Einige Institutionen sind ja im Allgemeinen immer ein bisschen mutiger als andere und das Theater würde ich dazu zählen, ist also eins, was es ging ja auch vorhin sozusagen, wo Begriffe wie wann kursieren, diese Begriffe, glaube ich, die wir diskutieren, kursierten bei Theatern schon vor 8 oder 10 Jahren, jetzt sind sie im Museum angekommen. 2003 realisierte das Thalia-Theater in Halle Neustadt ein Theaterfestival, ist sozusagen aus seinem Haus rausgegangen nach Halle Neustadt und hat dort einen leerstehenden Bahnhof und ein leerstehendes 18-geschossiges Gebäude für 6 Monate genutzt, Theaterfestival durchgeführt. Wir fanden das großartig und wollten diese Energie, die da damals entstanden ist, die wollten wir einfach weiter nutzen, also auf der Welle weiter schwimmen. Als Architekten, Stadtplaner und mit gewissen Affinitäten, was den urbanen Sport betrifft, wollten wir herausfinden, wie wir diesen Leerstand in Neustadt kreativ nutzen können. Was für Potenziale hat der Stadtraum? So wurden Treppenhäuser zum BMX-Parcours, das war das Bild davor, oder wir spielten Frisbee zwischen den Hochhäusern von Hochhaus zu Hochhaus. Das könnte man jetzt unheimlich auswälzen halt, es ist nur ganz kurz angeteasert. Ein Jahr später, 2004, bekamen wir dann den Schlüssel für den entkernten ehemaligen Palast Republik, der im Rahmen des Festivals Volkspalast bespielt wurde.
Wir haben damals die Menschen aus dem Kontext urbaner Sportarten eingeladen in den Palast und mit ihnen nachgedacht, wie das Potenzial des leeren Raumes als Sportfläche zu nutzen wäre. Und ich weiß noch wie heute, da war unter anderem Jens vom Mellowpark da. Mellowpark ist ein Skatepark in Berlin und ich habe über Potenziale geredet und was man da machen kann und ich habe immer gesehen, irgendwelche Rampen, dieses, jenes, das durch den Raum. Und Jens hat ganz aufmerksam zugehört und hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, was haben wir? 1000 Quadratmeter flache Fläche, wir machen einen Flatland-Contest. Der hatte verstanden halt sozusagen, was sozusagen das Potenzial des Raumes eigentlich auch hergibt halt. Wir haben also auch an der Stelle den Schlüssel an die Besucherinnen weitergereicht und gesagt, macht darin, was ihr denkt, aber nutzt die Potenziale. Indem wir die Architektur des Palastes nutzungsoffen gehalten und den Besucherinnen vertraut haben, kam ein riesig kreativer Input von außen herein. Und für die Menschen war das eine unheimliche Raumerfahrung. Und wir haben dort auch noch einen 18-Loch-Disc-Golf-Parcours in den Palast damals gebaut, was eine unheimlich schöne Raumerfahrung gewesen ist. Sie müssen das bloß mal ausprobieren. Nehmen Sie mal einen Frisbee, gehen Sie mal durch die Stadt, schmeißen ihn immer so vor sich hin. Sie sehen Stadt plötzlich ganz anders. Zumal, wenn es dann noch in einem Vorgarten von irgendjemandem liegt, wo da noch ein Hund steht. Der authentische Raum. Doch der Stadtraum kann auch als Ausstellungsraum eine enorme Wirkungsmacht entfalten. Genau das haben wir beim Projekt Shrinking Cities 2005 erlebt. Shrinking Cities wollte einen Erfahrungsaustausch über schrumpfende Städte weltweit initiieren und die Themen reichten von Verwahrlosung und Aneignung von Räumen bis zur Entwicklung von Subkulturen und der Kritik an bestehenden Planungskulturen. Die Ausstellung, die 4 Orte in der Welt mit ähnlichen Problemen beleuchtet hat, wurde an verschiedenen Standorten gezeigt, zuerst in den Kunstwerken in Berlin und danach in Halle Neustadt, im Zentrum für zeitgenössische Kultur. Das ZFCK war dieser schon beschriebene ehemalige Bahnhof, der ja 2003 vom Thalia Theater schon benutzt worden ist. Und es war eine großartige Idee, sozusagen diese Energie, die an diesem Ort gewesen ist, auch weiter zu nutzen, aufzugreifen und zu entwickeln. Was einfach großartig war, wie groß der Einfluss des Ortes auf die Ausstellung und die Exponate war. Sie wirkten komplett anders als in den neutralen Ausstellungsräumen in Berlin, in den Kunstwerken. Und ich erinnere mich auch da einfach an so einen Moment, wo ich mit dem Arthändler vor dieser Wand stand. Und das sind Bilder aus Manchester. Und er hatte so weiße Handschuhe an und fragte mich die ganze Zeit, ob es noch ein bisschen höher, ein bisschen weiter nach rechts oder links hängen sollte oder wie er es machen sollte. Und ich habe gesagt, mach es einfach fest, es ist fast egal. Du musst einfach bloß rausgucken, was da passiert. Und ich finde, das sieht man auf dem Bild relativ schön, wenn man da rausguckt, diese Plattenbauten, dieser Zustand, das ist einfach sozusagen, der hat Objekt mit Außenraum unheimlich gewirkt. Das ist natürlich immer eine Frage auch des Themas. Ob eine Ausstellung außerhalb des Museumsräumes Sinn macht, aber gerade Stadtmuseen haben es ja mit der Stadt zu tun und es ist eine großartige Erfahrung, diese Wirkungsmacht, was Stadt hat, auch zu verschieben. Ein Versuch lohnt sich immer. Der mobile Raum. Die internationale Baustellung Stadtumbau 2010, kurz IBA, thematisierte von 2003 bis 2010 die Veränderungsprozesse der Städte in Sachsen-Anhalt und fand in 15 Städten statt. Halle war der konkrete Gegenstand von Debatten über Stadtentwicklung. 2010 sollte dem eine Ausstellung folgen, also zum Schluss die Ergebnisse, sollte ein Prozess dokumentiert werden. Die Ergebnisse, die über den Stadtraum verteilt waren und ein Prozess, der vielschichtig war, der bei Weitem auch nicht am Ende war. Wie sollte das funktionieren? Die Stadt war also nicht mehr nur Ausstellungsgegenstand. Vielmehr wurde die Stadt mit ihren immobilen Objekten, weil es gab ja Projekte, zum Ausstellungsraum. Halle hatte das Thema Doppelstadt. Ich weiß, ja, man erkennt es sozusagen. Es gibt zwei Stadtteile, die Altstadt und die Neustadt, und beide sind getrennt durch den Fluss Saale. Und ich habe ja Halle-Neustadt schon kurz beschrieben, mit dem Verlust von 50.000 Einwohnern. Da verändern sich natürlich viele Dinge. Und diese zwei Stadtteile sind auch sehr unterschiedlich. Beide Teile sollten zusammengebracht werden. Deswegen hat man also an einer Achse von Halle nach Halle-Neustadt 7 Projekte entwickelt, die ganz unterschiedlich gewesen sind. Wir glauben ja auch an die Wirkungsmacht von Objekten. Und das war auch einer der Gründe, darum haben wir gesagt, sozusagen, haben wir uns gefragt, wie kann man Stadtentwicklung wirklich also auch gut sozusagen präsentieren. Und das ohne Objekte geht im Grunde genommen gar nicht. Also man kann das nicht abstrakt machen, man kann das zwar mit Plänen machen, aber es bleibt sozusagen, die Wirkung, die es entfalten kann, ist eigentlich nicht so groß. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen mobilen Ausstellungsraum zu entwickeln,
Also es ist ein Bus gewesen, der pendelte zwischen Halle und Halle-Neustadt und fuhr zu diesen unterschiedlichen Projektstandorten der IBA. Hier zum Beispiel am Ribbeckplatz am Hauptbahnhof, der umgestaltet werden sollte und wurde somit zu einem Vermittlungsraum, er wurde aber auch gleichzeitig zum Anlaufpunkt. Es fanden dort Veranstaltungen statt. Er hielt aber auch in den Fränkischen Gärten oder eben mitten im Zentrum von Halle Neustadt, wo ein Skatepark entstehen sollte. Im Bus selber schilderten Akteure ihre Erfahrungen. Also das war schon ein kleiner Ausstellungsraum, aber gleichzeitig war dieser Ausstellungsraum ein Veranstaltungsraum und er war aber auch Werbeträger. Er wurde zum Begegnungsraum für die Hallenserinnen und entfachte leidenschaftliche Diskussionen über Stadtentwicklung. Und das Entscheidende ist, glaube ich, er hat einfach die Schnittstelle einfach unheimlich vergrößert zur Stadt. Der Diskursraum. Sie merken schon, ich habe das ein bisschen gegliedert in verschiedene Räume. Ich hoffe, Sie schreiben auch alle ganz fleißig mit. Ein Diskursraum zum Thema der Stadtentwicklung war auch die Sonderausstellung Stadt Neudenken in Karlsruhe. Hier wurde der Status des neuen Leitbildes der Stadt zwischen Besucherinnen und Experten im offenen Format verhandelt. Das ursprünglich geplante Format war auch eigentlich eher eine Ergebnisausstellung. Das widersprach jedoch dem Werkstattverfahren, wie dieses Leitbild entstanden ist. Das war hochgradig partizipativ. Wissen Sie, was ein Leitbild ist? Ja, logisch, Entschuldigung, Museen. Ich habe, Entschuldigung, hat ja jeder. Sowas gibt es auch für Städte. Dieses Leitbild ist sozusagen hochgradig partizipativ entstanden und es waren verschiedenste Akteure umfänglich eingebunden und beteiligt. Diese Sonderausstellung Stadt Neudenken sollte in einer alten Fleischmarkthalle in Karlsruhe stattfinden und sollte sozusagen dieses Leitbild für die Diskussion mit den Stadtbewohnern freigeben. Um einen so entsprechenden Diskussionsraum herzustellen, wurde eine Ausstellung konzipiert, in deren Zentrum eine Agora war. Kennen Sie den Begriff griechische Antike, die zentrale Versammlungs- und Marktplatz der Stadt? Da wurde diskutiert, gehandelt und verhandelt. Um diese Agora sozusagen oder in dieser Agora wurde ein medial bespielter begehbarer Stadtgrundriss von Karlsruhe präsentiert und in der Agora selber hatten bis zu 80 Menschen sozusagen Platz auf den Tribünen. Das machte es möglich, dass dort regelmäßig Veranstaltungen stattfanden, Diskussionsrunden und Foren. Es war ein öffentlicher Ort. Der auf den Stadtgrundriss projizierte Film vermittelte ganz kurz und knapp den Inhalt des Leitbildes. Und dadurch war es möglich, die Prozessentwicklung dynamisch als Gemeinschaftserlebnis zu erleben oder zu inszenieren. Außerdem wurden drumherum sozusagen um die Agora dann die Themenbereiche des Leitbildes aufgeblättert in einer Ausstellung. Es sollte sozusagen eine ganz kompakte und übersichtliche Vermittlung sein und sie sollte die Stadtbewohner zu einem Diskurs anregen, weil sie werden letztendlich mit dem Leitbild zu leben haben. Sechstens, der Sozialraum. Das ist eine ganz andere Verschränkung von gesellschaftlicher Realität und musealer Raum. Das ist ein Projekt in Friedland im Landkreis Göttingen. Schon nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Flüchtlinge in einem nahegelegenen Grenzdurchgangslager untergebracht in Friedland und versorgt. Noch heute durchlaufen Tausende Migrantinnen jedes Jahr dieses Lager. In Friedland gibt es bereits ein Museum, ich weiß nicht, kennt das einer von Ihnen, das ist ja schön, wo man sich dann fragt, braucht es das? Aber die Bezeichnung des neuen Museums ist ja auch nicht Museum, sondern es ist ein Besucher-, Medien- und Dokumentationszentrum. Ich habe jetzt aus der damaligen Ausschreibung ein kleines Zitat. Der Charakter des Hauses bzw. dessen Selbstverständnis kann im mehrfachen Sinne im Begriff des Dazwischen gefasst werden. Der Begriff ist ja auch schon mehrfach aufgetaucht, sozusagen in Relation zum dritten Ort. Räumlich und funktional handelt es sich um ein Dazwischen, das neue Haus als Brücke zwischen Bahnhof und Grenzdurchgangslager, an der Grenze zwischen Öffentlichkeit und Lager. Und aufgerufen ist aber auch ein metaphorisches Dazwischen, zwischen Flucht und Ankommen, zwischen hier und dort, dem Fremden und dem Bekannten, dem Alten und dem Neuen. Wie das geschehen soll, wird jetzt das Kuratorenteam auf der Website so beschrieben, dass Teilhabe wird so nicht nur zum Thema, sondern zum Fundament des neuen Hauses. Sie beginnt zudem weit vor der Eröffnung des neuen Gebäudes, denn auch die dort zu präsentierenden Inhalte sollen gemeinsam mit einer breiten Öffentlichkeit erarbeitet werden. Dafür startet das Museum Friedland einen umfassenden partizipativen Prozess. Was dort entstehen kann, ist aus meiner Sicht aufgrund des musealen Konzeptions eines der interessant,
10 zeitgenössischen Museumsneubauten, die geplant werden. Und das sozusagen eigentlich im ländlichen Raum. Für mich ist es so eine Art Hybrid und Sozial- oder ja, so ein Hybrid aus sozialen Ausstellungsraum. Wir haben an dem Wettbewerb teilgenommen, wir haben leider nicht gewonnen. Ich möchte Ihnen trotzdem unseren Entwurf ganz kurz zeigen. Mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie das eigentlich da auch weitergeht. Unser Wettbewerbsbeitrag verschränkte damals museale und soziale Potenziale. Die Inspiration für unseren Entwurf zogen wir aus der Geschichte und der Tagespolitik des Ortes als Grenzübergangslager. Wir haben das Gebäude in eine Geländekante integriert und somit einen Raumfluss vom Bahnhof, Bahnhof, Lager, Raumfluss, vom Bahnhof durch das Dokumentationszentrum in das Lager geschaffen. Das Benannte dazwischen entstand dadurch, rein räumlich, rein gebäudetypologisch. Gleichzeitig schlug der Entwurf frei und Zwischenräume im und um das Gebäude vor. Vor dem Gebäude sollte eine urbane Situation entstehen. Gerade die Idee, im Dörflichen einen scheinbar urbanen Raum zu schaffen, war ein wichtiger Aspekt, zumindest aus meiner Sicht, einer möglichen Aneignung. Der Freiraum sollte vielfältig erschließbar und flexibel genutzt werden und zum sich treffen, zum miteinander reden, zum Spielen, zum Lesen oder zum, und das ist es, eine doppelte urbane Schleife, man denke bloß an die Prinzessinnengärten in Berlin, zum Gärtnern. Im Inneren bot der Neubau neben Workshop- und Ausstellungsräumen eine Bibliothek und ein Café, Platz und Raum. Das sind recht niedrigschwellige Angebote, aber das sind genau für die Menschen vor Ort waren es einfach fehlende Angebote. Die Ausstellungsräume waren offen und durchlässig, zum Platz geplant, mit einem differenzierten Raumangebot für Workshops und einem fließenden Übergang zur Bibliothek. Im Grunde war der Raumfluss im Inneren wie im Äußeren gleich, ein freundlich, frei zugänglicher Ort, der soziale Räume generiert und gesellschaftliche Schnittstellen ermöglicht hat. Ich kann, glaube ich, nur empfehlen, dieses Projekt, das muss man verfolgen. Eine Plattform. Ich habe da keinen Begriff dafür gefunden, was ich dazu sagen soll, was das jetzt für ein Raum ist. Museen sollten die Chance ergreifen, Besucherinnen in ihre Mitte zu lassen, damit sie dort direkten Einfluss nehmen können. Die Dauerausstellung im Stadtmuseum in Halle zeigt, dass dieser Einfluss auch in der Ausstellung, dass dieser Einfluss in den Ausstellungsräumen selbst ausgeübt werden kann. Die Plattform ist ca. 50 Quadratmeter groß. Sie bekommen auch ein Bild dazu. Und ist innerhalb der Dauerausstellung mit Stühlen und einem kleinen Ausstellungssystem ausgestattet. Das Anliegen der Kuratorin Susanne Feldmann war, mit der Plattform im recht statischen Ausstellungsformat einer Dauerausstellung einen Kommunikationsraum zu schaffen und Lebendigkeit einziehen zu lassen. Die Plattform im Stadtmuseum spricht Besucherinnen an, die sich die Ausstellung tätig aneignen, indem sie selber denken und handeln. Auf diese Weise bilden sie sich eine eigene Vorstellung von Stadt und Stadtgeschichte. Dieses Format vermittelt kein abfragbares Wissen, sondern die Freude, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und nach eigenen Antworten zu suchen. Die Besucherinnen sind eingeladen, aus dem Inneren der Ausstellung heraus konkret auf sie einzuwirken und an ihrer weiteren Gestaltung mitzuarbeiten. Als Diskussionsraum bietet sie Möglichkeiten zum Austausch der Stadtbewohnerinnen. Es können Ausstellungsinhalte, aber auch Fragen der Stadtentwicklung und Stadtgeschichte verhandelt werden. Das Mobiliar besteht wie unsere Stadtgesellschaft aus 30 unterschiedlichen Stühlen, die das Stadtmuseum zusammengetragen hat. Die Displays sind als Tische, Podestwände zu nutzen, die etwas höheren Städtische beherbergen Vitrinen. So eine flexible Nutzung ist möglich oder ermöglicht sozusagen, dass der Raum als Diskussionsraum, als Vortrags-Workshop-Raum genutzt werden kann. Und was das sozusagen auch für unterschiedliche Akteure. Was mich immer eigentlich auch besonders begeistert, ist dieser leicht verstörende Moment, dieses leicht verstörende Bild, so wie da jetzt eigentlich, wenn dort nichts passiert, unaufgeräumt ist. Allein diese visuelle Botschaft produziert so viel Lebendigkeit und Nahbarkeit, dass es aus meiner Sicht Sinn macht, sozusagen so etwas zu tun. Bis jetzt wurde die Plattform intensiv für das Stadtgefährtenprojekt des Stadtmuseums genutzt, als Ort, an dem Stammtische mit Teilnehmenden stattgefunden haben. Demnächst wird dort auch eine Ausstellung mit einem Objekt oder eine vertiefende Ausstellung mit einem Objekt zur Dauerausstellung stattfinden. Und wenn Sie mehr Fragen zu diesem Format haben, Frau Feldmann, die Kuratorin, ist heute auch da, von ihr habe ich jetzt leider kein Bild, die können Sie fragen sozusagen, wie das funktioniert. Und ich sage Ihnen, es funktioniert.
Das sind die Projekte gewesen. Ich komme jetzt zu meinen angekündigten Thesen, wobei ich habe gemerkt, das sind keine Thesen zum szenografischen Raum, sondern die sind sehr allgemein gebräuchliche Botschaften mittlerweile geworden. Und ein wenig versuche ich sie ja auch zu agitieren. Darum würde ich das auch nicht mehr als Thesen bezeichnen. Mir wurde geraten zu sagen, Botschaften soll ich es nennen. Ich komme ja aus dem Ich bin im Osten sozialisiert worden. Mir ist abgeraten worden zu sagen, dass ich Propaganda mache, aber ich mache sie. Wir möchten ja schließlich was erreichen und da ist, glaube ich, die Sprache manchmal in ihrer Klarheit auch was ganz Wichtiges. Für uns sind es Handlungsanweisungen oder Kriterien, nach denen wir auch manchmal unsere Projekte prüfen. Es ist fast so ein Manifest, was noch nicht an der Wand im Büro hängt, aber wir machen eins draus. Eins, denken ohne Geländer. Dieses Zitat von Hannah Arendt beschreibt den Anspruch, sich mit der Welt, in der wir leben, immer und immer wieder aktiv auseinanderzusetzen und darüber zu streiten. Verstehe die Herausforderung des Berufs als frei und unabgeschlossen. Hinterfrage allgemeine gültiges Regelwerk und versuche, jede Inszenierung so zu begegnen, als würde sie zum allerersten Mal so erzählt und erlebt werden. Brich dafür den strengen, begrenzten Raum des Museums auf und bewege dich eigenständig. Denke interdisziplinäre, verbinde dich. Hol dir Inspiration und Unterstützung aus allen denkbaren Bereichen, Theater, Wissenschaft, Popkultur. Aber ein schönes Beispiel in Stuttgart gerade vorhin gesehen. Das bringt ungeahnte Einsichten und Zusammenhänge und regt das Denken an. 2. Betreibe aktiv Stadtentwicklung. Verlasse deine 4 institutionellen Wände und geh in die Stadt hinaus, konfrontiere dich mit der Realität. Geht deine Institution auf diese ein, nimmt sie Bezug zur Lebenswelt der Stadtbewohnerinnen. Das Museum hat die Chance, als Themenführer zu gesellschaftlichen Fragen in Erscheinung zu treten. Es ist ein konkreter Ansprechpartner für die Stadtbewohnerinnen und sollte dieses Potenzial auch im öffentlichen Raum gut einsetzen. Stadtmuseen werden in neuen Bereichen relevant, darunter vielleicht auch in der Stadtentwicklung. 3. Umarme die Besucherinnen. Besucherinnen wollen gefördert und gefordert werden. Sie sind bereit für Konfrontation. Innovationen werden dann angenommen, wenn sie plausibel sind. Besucherinnen sind starke Partner in der Bewertung einer Ausstellung, in der Verbesserung des zukünftigen Arbeitens, in der Beschaffung zusätzlicher Informationen oder auch der Bereitstellung privater Leihgaben. Jeder Besucher bringt einen neuen Blickwinkel und eine eigene wertvolle Expertise dazu mit. Nutze diese. Ebenso wichtig wie die Gestaltung von Wissen sind tatsächliche Erfahrungen, ist Empathie für ein Thema. Und die ist bei Akteuren und Betroffenen naturgemäß am größten. Ihre Erzählungen haben einen unschätzbaren Wert. Sie können ein erfahrenes Ausstellungsteam kurzweilig ergänzen und die Identifikation des Publikums mit einer Ausstellung enorm stärken. Tretet miteinander in Kontakt auf Augenhöhe und lernt voneinander. 4. Schaltet die Firewall ab. Lasse zu, dass Besucherinnen sich deine Räume aneignen. Sei offen dafür, Feedback und neuen Input von außen in das Museum hineinzulassen. Biete Möglichkeiten, die Erzählung der Ausstellung zu verändern, indem Besucherinnen selbst zu Protagonistinnen werden, ihr Input integriert wird oder eine Echtzeiteinbindung ins Internet geschaffen wird. Das alles sind Bereicherungen, die eine Ausstellung so viel facettenreicher machen können. Das Museum kann davon nur profitieren, nicht nur fühlen sich die Besucherinnen als Partnerinnen ernst genommen, ein Raum, der sich ständig verändert, bietet doch viel mehr Anreiz, nochmal wiederzukommen. Schaffe dafür die nötigen Potenziale im Raum und biete so viel offene Enden wie möglich an. Umarme die Leere. Keine Ausstellung kann perfekt sein. Setze sie auf Intimität, schließe die Gruppen bis zu einem gewissen Grad aus. Setzt sie auf Multimedia-Formate, ist sie älteren Menschen womöglich schwer zugänglich. Aber das ist okay. Umarme diese Leere, diesen blinden Fleck, der deine Arbeit schließlich zu einer Aussage macht und ihr Kontur gibt. Ausstellungsgestaltung ist ein Versuchsfeld für solche experimentellen Situationen am Rande der Leere, ein Ort, um Überschreitungen des Grenzen des Denkens zu erproben. Man erfährt Dinge am besten durch Ausprobieren und Scheitern ist ein wichtiger Teil dieses Prozesses. Mut. Es braucht keinen Tanker voll Geld, um die Dinge anzugehen. Schaut nicht auf die großen Fische. Auch eine kleine Institution kann mit überschaubarem Aufwand schon viel wagen.
Die Dinge sind skalierbar und kleine Gesten können Wirkungsmacht entfalten. Erinnern wir uns nur an das Stadtmuseum. Dort war es ein Raum, den man opfert. Und in dem Skript steht hier opfert in Anführungsstrichen. Ein paar Secondhand-Stühle, die ein Potenzial aufgemacht haben und vieles ermöglichen. Drehe auch an kleinen Schrauben und schaue an vielen Stellen, wie eine Ausstellung zur Kommunikation und Begegnung anregen kann. Es ist möglich und dafür braucht es nichts weiter als ein wenig Mut, sich zu verändern. Und die letzte These, Propagandathese, ist: Vertraue deinem Spieltrieb. Museen gibt es kulturgeschichtlich gesehen noch nicht so lange wie Städten, mit denen sie heute konkurrieren, Spiegel, Sportplätze, Kneipen, Vergnügungsparks. Und es gibt ja auch einiges, was danach drückt. Das alles sind viel ältere Formate des Zeitvertreibes. Der innere Antrieb des Menschen, in seine Bildung zu investieren, ist dann besonders stark ausgeprägt, wenn Freude, Überraschung und Spiel damit einhergehen. Spielerische Elemente sind im Ergebnis offen von Regeln geleitete Aktivitäten. Spiele setzen dem gewöhnlichen Leben ein Bewusstsein einer zweiten Wirklichkeit entgegen. Und diese Lust, in eine andere Wirklichkeit, in eine andere Realität zu entfliehen, in eine Geschichte gesogen zu werden, ist dem Museum inhärent. Denke daher bloß nicht zu didaktisch, sondern lasse dem Homo Ludens in dir Raum. Danke.